Ich sollte mir etwas einfallen lassen. Irgendwelche Informationen über Iroha. Das könnte vielleicht der fehlende Hinweis hier sein. Was zum Teufel ist Logic? Ist das neu? Logic Craft? Ach, das schon wieder? Oh no. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Ich weiß auch gar nicht, was die Tasten bedeuten, weil ich am Controller spiele. Mein Controller hat keinen Setkey, ey. Kriegen wir schon hin, das kriegen wir schon hin. Haben wir schon mal geschafft. Ich hoffe einfach mal, dass es hier richtig übersetzt ist. Das ist ja so ziemlich Geometry Dash, ne? Das ist gar nicht mal so leicht, aber ich glaube, das kriege ich hin. Ich muss nur herausfinden, welche Taste das war, die man hier drücken muss. Ja, okay, das ist ganz gechillt. Hoch! Alter! Dieser Fall, also wie schon gesagt, dieser Fall hier ist mega komplex, ne? Also, kann gefühlt noch hier in jede Richtung gehen. Dieser Kram hier, oh! Aber, ganz ehrlich, ne? Ich kann mir nicht vorstellen, dass Iroha jemals einen Mord begehen würde. Also, nicht nur diesen Mord, sondern auch generell, auch in Zukunft, nee. Also, Iroha ist so ein bisschen die Himiko dieses Spiels, wisst ihr? Kann ich einfach nicht vorstellen. Alter, ist ja mal gut hier so langsam mal. Kann ich mir nicht vorstellen, irgendwie. Vor der Parade, wann haben wir zuletzt Iroha gesehen? Während des Frühstücks, oder? Glaube ich. Sie hat uns ihren Kaffee gegeben. Daran erinnere ich mich noch. Moment, wir sind ja eingeschlafen. Erinnert ihr euch... Oh, wir sind doch... Moment. Hat Iroha uns vielleicht... irgend so ein Schlafmittel ge... Weil der Kaffee, den wir getrunken haben, der war ja von Iroha. Und eigentlich sollte der Kaffee ja dafür sorgen, dass wir, ne... länger wach bleiben, aber... Ja, wo soll ich denn raus, wo es denn gleich geht? Wollt ihr mich verarschen? Oh je, jetzt habe ich kein gutes Gefühl hier. Ja, aber... Wenn irgendjemand diesen Kaffee... irgendwie, ach fuck, vergiftet hat, also nicht vergiftet hat, sondern so ein Betäuber, ich weiß doch nicht, wo ich hier lang soll, der irgendwas reingemacht hat, dann wäre es ja wohl Iroha, weil sie uns ihren Kaffee gegeben hat. Was haben wir mit Iroha, wir haben ihren Kaffee getrunken. Oh nein, es war wirklich Iroha, oder? Oh nee. Nicht Iroha! Wollt ihr mich verarschen, Mann? Ich dachte, es wäre Kanadi, weil. Ich dachte, Kanadi würde Iroha die Schuld geben. Vielleicht war es wirklich Iroha. Oh nee, ich will nicht Iroha verlieren. Sie war so lustig die ganze Zeit. Und außerdem hat uns jetzt auch ein Gespräch geführt. Och nee, nicht Iroha. Aber das ist. Oh. Ich habe den Kaffee gar nicht mehr im Kopf gehabt, aber stimmt. Der Kaffee. Was ist geschehen, nachdem wir Irohas Kaffee getrunken haben? Wir sind auf einmal eingeschlafen. Fuck. Aber, ich meine, es könnte auch Mikado gewesen sein. Er hat das ja vorbereitet, oder? Ich meine, das ist schon eine Menge Copium hier, aber... fuck. Och, Iroha... Aber was hätte denn Mikado davon, dass er uns anlügt? Und wieso habe ich nur 80 Punkte bekommen, wenn ich hier keine Punkte abgezogen bekomme? Ich dachte, das wären jede Runde 100 Punkte. Hä? Ach, egal. Ach nee, nicht Iroha, Mann. Moment, Leute. Was ist los, Sora? Nun, mir ist gerade etwas eingefallen und das hat nichts mit Mikado zu tun. Aber Iroha ist vielleicht nicht die Täterin. Ach so. Vielleicht, jetzt wo Sora es so sagt, ne, kann es ja sein, dass irgendjemand versucht hat, Iroha hat einschlafen zu lassen. Ach so, vielleicht hat der Täter... Ah, wir haben aus Versehen quasi den Kaffee von ihr getrunken. Oh, bitte, es ist nicht Iroha, oder? Tut mir das nicht an. Mein Herz kann das nicht, das geht nicht. Ich kann ihn mehr. Ah, Sora, danke. Was ist nur mit dir auf einmal los? Um ehrlich zu sein, heute Morgen ist etwas sehr Verdächtiges passiert. Nach meinem Frühstück wollte ich eigentlich mit meiner Ermittlung anfangen, aber auf einmal bin ich einfach eingeschlafen. Ich habe euch den Grund dafür genannt, warum ich zu spät zur Parade gekommen bin, richtig? Oh, das hast du getan, richtig. Du hast dich auf einmal müde gefühlt, richtig? Ich sag gerade ziemlich oft richtig, aber hier sagt jeder Charakter richtig im Satz, keine Ahnung.
Aber du warst nicht die ganze Nacht wach, oder? Und du bist eingeschlafen, obwohl du einen Kaffee getrunken hast während des Frühstücks. Ja, das ist exakt der Punkt. Ich habe gesehen, wie Iroha während des Frühstücks nicht ihren Kaffee getrunken hat. Ich dachte, es wäre eine Verschwendung, wenn man ihn einfach wegschmeißen würde. Also habe ich ihren Kaffee dann noch getrunken. Und bis dahin ging es mir eigentlich ganz gut, aber danach bin ich auf einmal sehr müde geworden. Fast schon so, als ob jemand etwas dort reingemischt hätte. Es war eine wirklich unnatürliche Welle von Schlaf. Du hast dich auf einmal so müde gefühlt? Also was willst du damit sagen, ha? Irgendjemand hat Schlafmittel in deinen Kaffee gepackt? Exakt. Was? Jetzt hört mir gut zu. Der Kaffee, den ich getrunken habe, war eigentlich für Iroha gedacht, richtig? Was wäre geschehen, wenn Iroha den Kaffee getrunken hätte, anstatt ich? Nun, dann hätte Iroha so lange geschlafen. Dann würde das bedeuten, dass Iroha den ganzen Tag kein Alibi gehabt hätte, bis zum Abend, richtig? Moment, also hat irgendjemand versucht, Iroha schlafen zu schicken, damit sie kein Alibi hat? Es tut mir leid, dass ich dich unterbreche, aber gab es überhaupt irgendwo auf dieser Insel solche Schlafmittel? Ja, in dem Supermarkt. Ich habe mir immer dort alle Gegenstände angeschaut, aber ich habe nicht bemerkt, dass es dort einen Unterschied gab. Hast du dir alle Packungen angeschaut und die auch geöffnet? Nun, das kann ich nicht. Es würde den ganzen Tag dauern, wenn ich das überall machen würde. Für eine Tasse Kaffee würde eine Pille schon ausreichen. Man bräuchte nicht mal die gesamte Packung dafür. Auf jeden Fall, du hast deinen Kaffee getrunken, wo Schlafmittel drin war. Aber warum würde irgendjemand Iroha davon abhalten wollen, ein Alibi zu haben? Was hätte diese Person davon? Moment, ich weiß es. Es gibt jemanden, der davon sehr profitiert. Jemand, der versucht, Iroha als die Täterin scheinen zu lassen. Richtig. Wenn Iroha die Täterin ist, dann ergibt es keinen Sinn, warum sie einen Kaffee trinken würde, in dem Schlafmittel drin waren. Iroha ist nicht die Täterin. Die Person, die das Schlafmittel dort reingepackt hat, war auf jeden Fall der Täter. Moment, wenn Sora dann den Kaffee getrunken hat, der eigentlich für Iroha war, dann war es auch überraschend, dass Iroha heute überhaupt draußen war, richtig? Auch für den Täter? Das stimmt. Also die Tatsache, dass Mikado Iroha gegen 11 Uhr gesehen hat, ist auf jeden Fall möglich. Wie konntet ihr mir noch nicht glauben? Ich bin so enttäuscht. Moment, wenn Iroha nicht die Täterin ist, dann ist der wahre Mörder. Ja, etwas ist mir gerade eingefallen. Wenn wir diese Informationen nutzen und den Gedankenprozess etwas umdrehen, dann können wir mit Leichtigkeit herausfinden, wer der Täter ist. Die Identität des Täters. Diese Person ist die Person, die das Schlafmittel in Irohas Kaffee gepackt hat. Der Täter ist jemand, der versucht hat, Iroha als die Täterin scheinen zu lassen. Und diese Person kann niemand anderes sein, als die Person, die wir zuvor schon verdächtigt haben. Es ist nicht Hibiki, sondern Kanade, oder? Der Täter war jemand, der die ganze Zeit versucht hat, Iroha als die Mörderin scheinen zu lassen. Kanade Otono Koji, du bist es. Moment, ich dachte, die kleine Schwester hätte uns erklärt, warum sie nicht die Täterin sein könnte. Ich bin sehr dankbar dafür, dass du meine Unschuld bewiesen hast, aber Kanade, dass sie die Täterin ist. Aber wenn man das bedenkt, Kanade hat sich immerhin während des Frühstücks heute sehr seltsam verhalten. Hat sie das? Hat sie irgendetwas gesagt? Hat sie nicht nur gesagt, dass Hibiki nicht aus ihrem Zimmer kommen würde oder so? Normalerweise würde sie sofort ihrer Schwester hinterherlaufen. Aber hat sie dieses Mal nicht etwas gezögert? Ich erinnere mich gar nicht mehr daran. Hibiki wollte in ihr Zimmer gehen, um sich auszuruhen. Stimmt, Setsuko hat ihr gesagt, dass sie an ihrer Seite bleiben soll. Und dann ist sie erst losgegangen, scheinbar. Sie ist ihr erst so langsam gefolgt, als Setsuko es gesagt hat.
Ich schätze mal, das war um sicher zu gehen, dass Iroha auch wirklich ihren Kaffee trinken würde, oder? Aber leider wusste Kanade nicht, dass Sora tatsächlich den Kaffee getrunken hat. Wenn Kanade wirklich die Täterin ist und wenn man ihre Persönlichkeit bedenkt, dann hätte sie auf jeden Fall sichergestellt, dass Iroha den Kaffee getrunken hätte. Aber wie kann das möglich sein? Wie viel Pech kann man nur haben? Nun ist es nicht immer so. Irgendetwas, das nicht hätte passieren sollen, ist irgendwie passiert. Während irgendetwas, das nicht hätte passieren sollen, passiert ist. Ach, Bullshit. Was? Shobai und jetzt du. Was ist denn mit euch Leuten, dass ihr versucht, mich als Täterin scheinen zu lassen, ha? Ich habe meine Theorie mit euch geteilt, habe euch die Widersprüche gezeigt und euch durch meine Begründungen gezeigt, dass Iroha die Täterin ist. Wie oft muss ich noch Dinge widerlegen, bis ihr zufrieden seid, ha? Aber Sora hat einen Punkt. Wenn Iroha mit diesem Schlafmittel eingeschlafen wäre, dann hätten wir sie ohne Zweifel als Täterin ausgewählt. Müssen wir das schon wieder tun? Nun gut, ich zeige es euch. Zuerst einmal, das Schlafmittel in den Kaffee gepackt wurden, ist ziemlich weit hergeholt. Es ist ja nicht so, als ob ich die Person gewesen wäre, die das Essen vorbereitet hätte. Wie hätte ich das überhaupt machen können, wenn Mikado die Person war, die das Essen vorbereitet hat und den Kaffee vorbereitet hat? Es ist nicht unmöglich. Teruya weiß, wie schnell Mikado unsere Mahlzeiten vorbereitet. Stimmt, wir sind ja einmal früher dorthin gegangen, ne? Oh, ja. Sora und ich sind einmal etwas früh am Morgen in die Dining Hall gegangen vor ein paar Tagen. Und dort war unser Essen schon bereits vorbereitet, bevor die morgendliche Ankündigung überhaupt gespielt hat. Oh ja, das tue ich. Ihr wisst schon, wie man sagt, der frühe Chefkoch dominiert die kulinarische Welt. Okay. Ich, bereite das Frühstück schon ganz früh vor, bevor ihr überhaupt aufwacht. Ja, wird es da nicht kalt oder so? Ich meine, da war ja sogar Kaffee fertig und so. Hä? Aber gut. Du hast ihn gehört. Also, wenn das Frühstück schon lange fertig wäre, bevor überhaupt jemand dorthin kommt, dann hättest du mit Leichtigkeit das Schlafmittel in Irohas Kaffee packen können. Aber man würde nicht wirklich wissen, wo Iroha sitzt, oder? Das ist wahrscheinlich nicht wirklich der Fall, weil ich normalerweise immer am selben Ort sitze, oder? Die meisten von uns sitzen so ziemlich jeden Tag am selben Ort, oder? Stimmt. Außer die Person, die normalerweise dort sitzt, ist gestorben. Und jemand anderes hat sich dorthin gesetzt. Jetzt, wo ich mir angehört habe, was ihr alle zu sagen hattet, ergeben einige Dinge so langsam Sinn. Die 3 Stunden zwischen 9.54 Uhr und 12.54 Uhr. Diese Zeit wurde explizit ausgelassen, um den Blasenkopf als Täterin scheinen zu lassen. Damit sie sagen könnte, dass der Blasenkopf in dieser Zeit die Leiche zerstückelt hätte. Aber wie viel Pech kann man nur haben? Der Blasenkopf wurde tatsächlich von Mikado Sanuji gesehen. Ha, was für eine Ironie des Schicksals. Hat Iroha nicht auch gesagt, dass es Kanade war, die gesagt hat, dass sie sich den Park anschauen soll in der Nähe des Geisterhauses? Ja, das fand ich halt so verdächtig, dass Kanade diejenige war, die das gesagt hat. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, vielleicht war das ebenfalls etwas, was sie getan hat, damit sie Iroha als Täterin scheinen lassen kann. Das ist noch nicht alles. Iroha war ebenfalls nicht in den Chatraum eingeladen, der von Setsukas Handbook aus kreiert wurde. Der Täter hat wahrscheinlich separat Iroha gesagt, dass sie zu der Spiegelvilla kommen soll, damit Iroha sehen würde, dass Hibiki ins Geisterhaus geht. Und später dann sagen könnte, dass Iroha gelogen hätte, damit alle sie verdächtigen würden. Habe ich's euch doch gesagt. Der Täter ist auf jeden Fall Kanade Otonokoji. Offensichtlich kann der Blasenkopf sich nicht einen solchen Trick ausdenken. Er macht sich lustig über mich, oder? Moment. Dieser Fall hier ist etwas schwer. Der Täter verändert sich die ganze Zeit. Ich weiß nicht mehr, wer die Wahrheit sagt und wer nicht. Aber eine Sache, da bin ich mir sicher. Sora, dass sie das Schlafmittel getrunken hat und Mikado, der Iroha gesehen hat, das kann kein Zufall gewesen sein. Und die Person, die dafür gesorgt hat, das war Kanade. Also ist Kanade wirklich die Täterin? Kanade. Kanade? Ja, es scheint, als hättet ihr alle eure dummen Gehirnzellen genutzt, um zu einem Ergebnis zu kommen.
Wie ihr schon gesagt habt, ich habe keinen logischen Widerspruch dagegen. Weil das alles nur Annahmen sind, habe ich keine Beweise dagegen, ja? Aber weil ich so großzügig und gnädig bin, gehe ich nochmal eure dummen Wahnvorstellungen durch. Ja, nehmen wir mal an, dass ich wirklich Schlafmittel in Irohas Kaffee gepackt habe, ja? Und dann, wie wäre es, wenn wir nochmal zurückgehen zu dem Zeitpunkt, wo Shobai mich als Täterin verdächtigt hat, ja? Ja, versucht vielleicht Dinge herauszufinden unter der Annahme, dass ich die Täterin bin, ja? Wie genau habe ich Setsuka umgebracht? Ein ziemlich unlösbares Mysterium, ja? Ja, ja? Warum antwortet mir niemand, ja? Ja, kommt schon, antwortet mir, ja, ja, ja? Nun... Ich, den ich die Hände mit mir rumtragen kann. Ich, den ich die Leiche in der Nähe des Geisterhauses verstecken konnte. Jesus, was zum Teufel geht jetzt hier ab? Ich, die ganze Zeit während der Parade an eurer Seite war. Erklärt mir, wie zum Teufel ich Setsuka umbringen konnte, trotz den ganzen Alibis. Und wie ich die Leiche bewegt habe. Irgendjemand, hm? Ja? Shobai, Sora, Yuki, irgendjemand? Kommt schon, sagt es mir. Kanade, du machst mir Angst. Oh, meine geliebte Schwester. Entspann dich, ich kann auf keinen Fall die Täterin sein. Du bist ebenfalls nicht die Täterin, wir sind komplett unschuldig, du brauchst dir also um gar nichts Sorgen zu machen. Ich werde alles für dich lösen, ich werde... Niemand sprach noch ein weiteres Wort. War es, weil wir Angst hatten? Vor dem Wahnsinn von Kanade? Zum Teil war es das, aber Kanade sagte nicht all das, ohne eine Logik zu haben. Es war komplett anders als die Breakdowns von allen anderen Tätern. Es gab einfach viel zu viele Widersprüche, um sie als die Täterin auszuwählen. Selbst wenn sie wirklich die Täterin wäre, ihre Verteidigung gegen die Wahrheit war einfach zu stark für uns, um sie zu durchbrechen. Also, wollt ihr noch etwas sagen? Leute, versucht euch zu fokussieren. Vielleicht haben wir alle irgendwie einen Hinweis übersehen. Ich möchte genauso wie ihr nicht sterben, also sollten wir vielleicht nochmal von vorne anfangen. Also sollten wir vielleicht nochmal alle zusammenarbeiten, ja? Es ist unmöglich. Es gibt viel zu viele Widersprüche, wenn wir annehmen, dass Kanade die Täterin ist. Vielleicht ist Kanade wirklich nicht die Täterin. Oh, und ich natürlich auch nicht. Moment, aber was ist dann mit diesem Schlafmittel? Wenn Kanade nicht diejenige war, die den Kaffee, das Schlafmittel dort reingepackt hat, wer war es dann? Um ehrlich zu sein, glaube ich, dass es möglich ist, dass Sora die ganze Zeit nur gelogen hat. Niemand außer Sora kann das bezeugen, richtig? Aber wenn Sora lügt, dann ist auch die Glaubwürdigkeit meiner Aussage hinüber. Als ob du überhaupt jemals irgendwelche Glaubwürdigkeit gehabt hättest. Aber das ist nicht das Einzige, was Kanade verdächtig macht. Mal ganz davon ab, dass Kanade nie gesagt hat, dass sie nicht das Schlafmittel in den Kaffee getan hat. Ich habe keine Ahnung, was hier vor sich geht und wer Recht hat und wer Unrecht hat. Shobai, hast du irgendeine Idee? Ich dachte, ihr würdet mich alle scheiße finden. Und jetzt kommt ihr wieder zu mir zurück, weil ihr keine Ideen mehr habt? Nun, das Hauptproblem ist, wie der Täter es geschafft hat, die Leiche zum Geisterhaus zu befördern. Wenn wir über all das nochmal nachdenken, dann ist das Konzept, die Leiche in Block A zu verstecken, komplett unmöglich. Aber trotzdem muss der Täter irgendwie die Monorails genutzt haben. Aber wir müssen irgendetwas übersehen haben, irgendetwas. Oh, ich weiß es, ich weiß, wer der Täter ist. Es ist Mikado. Mikado hat seine Magie genutzt, um die Leiche in das Geisterhaus zu teleportieren. Ja, gut. Es gibt ja diese Regel, ne? Er redet die ganze Zeit darüber, dass die Schulregeln ihn davon abhalten, seine Magie zu nutzen. Aber wer weiß, vielleicht sind diese Regeln ja wirklich fake. Iroha, dürfte ich dir vielleicht fragen, was zum Teufel? Oder vielleicht gab es einen Geheimgang, der genutzt wurde, um die Leiche zu befördern. Iroha, vielleicht ist es am besten, wenn du einfach die Klappe hältst. Du solltest nicht deinen Fokus verlieren, Iroha. Das ist nicht eine Theorie. Das sind nur deine Wahnvorstellungen. Aber ich kann schon verstehen, was sie damit meint. Es gibt einfach keinen logischen Weg, wie das alles hätte geschehen können.